Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wir sind alle gemeinsam gestartet. Wir haben aber keinen Mori dabei. Ich habe aufgepasst, wir haben keinen Mori dabei. Ist auch gut so. Denn ihr seht, ich versuche mal wieder die Adept Challenge mit Leon S. Kennedy. Das hat ja beim letzten Mal nicht so geklappt. Deshalb ein neuer Versuch. Und nochmal. Kein Generator. Kurze Erklärung. Mal kurz an die Kiste. Kurze Erklärung seiner Talente. Wir haben da als erstes... Du Kacke, wir haben einen Geist. Aber wir hören, glaube ich, die Glocke über die ganze Map. Er ist nicht bei uns. Er ist doch bei uns. Also wir haben das Talent, Zähne zusammenbeißen. Wenn ich mich heile, bin ich komplett lautlos. Und auch Skillchecks, die ich beim Heilen verkacke, geben dem Killer kein Signal. Wir haben das Talent Blendgranate. Das seht ihr da gerade unten. Das lädt sich gerade auf. Ja, die nächste. Wenn das Talent aufgeladen ist, also wenn ich einen gewissen Fortschritt am Generator habe, dann kann ich, wenn ich nichts in der Hand habe, in einen Schrank gehen und kann mir da eine Blendgranate craften. Das habt ihr in dem letzten Video mit der Adept Challenge, mit dem Versuch ja auch gesehen. Die Blendgranate braucht wirklich einen Moment, bis sie zündet. Das ist ein bisschen doof, aber wenn der Killer also quasi direkt hinter euch ist, schwierig. Und wenn ihr versucht, jemanden vorm Haken zu retten, ihr müsst es gut timen. Ist nicht so einfach. Und das dritte Talent von... von Leon ist entschlossener Anfänger. Das Talent hat sich auch schon aufgeladen jetzt gerade. Das ist unten links das. Ich muss genügend Skillchecks schaffen. Mist, Mist, Mist. Ich muss genügend Skillchecks schaffen und dann ist das Talent aufgeladen und dann sehe ich alle Generatoren, die im Rückschritt sind. Aktuell sehe ich keinen Generator weiß. Das heißt, keiner ist gerade rückläufig. Sagen wir es mal so. So, da seht ihr gerade. Generatoren sehe ich quasi dann immer weiß auf der Map, wenn die beschädigt wurden. Ich glaube, er geht bestimmt jetzt in die Shack und macht den Gen auch kaputt, weil der war recht weit. Lass mich mal heilen. Ich habe zwar auch ein Medikit dabei, aber das hebe ich mir mal auf für den Moment, wo ich es selber gebrauchen kann. Ich möchte gerne in die Shack, weil der Gen war echt weit. Die scheinen sich hier nicht zu jagen. Okay, dort auf diesem Pavillon auf dem Kleinen habe ich es auch tackern hören. Also der Gem ist auf jeden Fall auch in Arbeit. David wurde verletzt. Der ist dort hinten am Generator geblieben wahrscheinlich, da wo sie liegt. Ich gehe mal ein bisschen weg. Oben der Generator tuckert auch. Hör ihn. Er hat erstens die Glocken über die ganze Map. Und zweitens hat er nach Enthüllen
eine Zeit lang kein Herzschlag. Das hat er gesehen, oder? Oh Gott, das muss mega knapp gewesen sein. Ja, wir heilen. Und wir sind komplett lautlos. Wenn ich jetzt einen Skillcheck verkacke, kriegt es nicht mal der Killer mit. Ich würde gern wieder hoch auf den Tempel gehen. Ist gut, wenn der weg ist. Ja, dann haben wir so eine kleine Trennung der Map. Bin mir nicht sicher, hat der Pop? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Ich fand das früher, vor den ganzen Grafik-Updates, was ja auch schon ewig her ist, besser zu sehen, ob der Killer Pop hatte oder nicht. Mittlerweile bin ich mir immer unsicher. Ah, das ist echt schwierig. Der Killer hat einen Lauf. Ist der eine abgehakt, hängt der nächste wieder. Schwierig. Oh, Feng. Warum latschst du mir denn jetzt hinterher, Feng? Hallo? Dann mach halt Jen. Oder geh retten. Aber latsch mir nicht die ganze Zeit nach. Oh. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber es wird schon stimmen, dass er mich getroffen hat. Alles kein Ding. Was ist denn die Feng für eine, ey? Latscht über die ganze Zeit hinterher. Weiß, dass ich gut aussehe. Das war komisch, wenn das so komplett lautlos ist, das Heilen. Könnte man denken, das ist ein Soundbug. Hab ich gesehen. Die Ausgänge waren jetzt beide drüben, ne? Habe ich das richtig gesehen? Oh.
Wach schnell auf, David. Das ist meine Chance. Ich muss jetzt raus. Der hat blöd. Hoffentlich kein Blutwächter. Okay. Ich musste jetzt raus. Die andere war tot. David war tot am Haken. Ich musste schnell raus, bevor David hing, weil ich wusste nicht, ob der Killer Blutwächter hat. Haha! Gut, dass sich David geopfert hat und das Tor aufgemacht hat. Yay, wir haben die Adept Challenge geschafft. Ja. Ja, Adept Challenge geschafft. War irgendwie eigentlich nicht so eine coole Runde. Guckt euch mal an, ich habe gerade mal 10.000 Punkte gemacht. Weiß auch nicht. Es war keine gute Runde, aber es ist mir egal, ich bin raus. So, das zählt. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns sehr gerne in der nächsten Folge Dead by Daylight wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Bye, bye.